Hallöchen, Survival-Freunde, willkommen zurück zu Sonntag. Letzte Folge sind wir ja von dem Wolf in den Arsch gebissen worden. Der schlimme Finge. Und dabei wollte ich eigentlich nur wissen, ob sich die Axt gleichmäßig abnutzt, wenn man... Warum gehe ich eigentlich gleich wieder raus? Ob sich die Axt gleichmäßig abnutzt, wenn man Hartholz und weiches Holz, der das berücksichtigt. So, naja, ich gehe jetzt mal hier oben lang. Na, hier sind keine Wölfe. Hier ist schon jede Menge. Aber so ein bisschen ein Holz ist schon, so ein bisschen ein Baum, der schon, der nicht mehr grün ist, haben wir nicht mehr, oder? Da. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen arg nah dran. It's dusk, so night can't be far behind. Ja, da vorne gammeln sie nämlich schon wieder rum. Okay, testen wir es jetzt aus. Also, einmal 10 Minuten Hartholz, Axt ist bei 65%, go. So, da haben wir ein Fir Firewood. Das hat jetzt nichts abgezogen. Okay, dann einmal. Ach, das da jetzt dauert es 12 Minuten, oder wie? Wieso dauert es jetzt 12 Minuten? Verstehe ich nicht. Da haben wir jetzt einen Cedar. Und die Axt ist immer noch bei 65%. Okay. Da. 20.30 Uhr. Wölfe. Ich glaube, irgendwas schleicht da vorne rum. Da. Bastard. Läuft jetzt gerade genau in unserem Haus vorbei. Wie müde sind wir? Schon etwas. Nichtsdestotrotz harveste ich jetzt hier nochmal Hartholz. Das war nochmal ein Halbstündchen. So, jetzt ist es auch dunkel. Und wir haben drei Fürfeuer bekommen. Sehr viel müde sind wir nicht geworden, aber es ist halt dunkel. Und dieser Wolfsschrei gefällt mir gar nicht. So, machen wir damit eher auf uns aufmerksam oder leuchten wir damit tatsächlich was aus? Ach, wisst ihr was, ich geh einfach hier rein. Müsst ihr alles dabei haben, was man so braucht. Ja, komplett gefilzt habe ich die Bude ja schon. Habe ich mir da auch das Bad genauer angeguckt.
Da. I think I can use this. Da, wunderbar, 22%. Leider nur noch 22%, da muss mich mal noch einer beißen jetzt demnächst. Aber ich muss jetzt auch, ich gucke jetzt auch immer in die Badewanne rein. Und hinter das Klo, aber hier haben wir ja die Brechstange gefunden. Okay, gut, die Lampe kann aus. Wir brauchen 900 Kalorien. Nehmen wir die 500. Soda haben wir auch noch. Wir hätten noch ein Soda, aber das war's. Wir haben 22 Uhr. Wir sind ja nicht 100% fit, knacken wir auf 8. Läuft. So. Ja. Mir fehlen genau 900 Kalorien. Das wären 500. Okay, dann nehmen wir den Bar. Und nehmen wir das Soda. Der Rest machen wir so weg. So, jetzt müssen wir euch wieder top sein, jawohl. Draußen ist scheiß Wetter, aber das sind wir ja auch gewohnt. Wie es in manchen Häusern so ruckelt, ne? Gerade die mit zwei Stöcken, da ruckelt es ganz extrem. So. Ja, der hat nur... Boah, Alter, jetzt geht's aber... Der hat nur die eine Eingangstür. Ich höre hier von überall hier Geräusche. Schrittgeräusche, Rascheln. Alles Mögliche. Das ist genau bei unserem Haus. Dann machen wir es mal so. Rennen wir einfach mal hart hier rein. Und erhöhen auf 49. So, eventuell bessere Sicht und eventuell sind die Wölfe jetzt woanders.
Bessere Sicht, ja. Der Wolf schleicht direkt da vorne um unser Haus rum. Straße ist frei. Da vorne läuft er. Aber gut. Ja, von hier ran so. Okay. Auslastung, war 20 Kilo. Und Forage mal nochmal. Ich sind 2% runter. Wie lange halten da jetzt mittlerweile die Äxte? Die sind jede, früher bei jedem benutzen. Bei jedem benutzen sind die 20% runtergegangen oder so irgendwie. Ich hoffe nur, dass uns jetzt keiner angreift. Als ist er da hinten. Drei Firefire haben wir bekommen. Und mal Soft. Jetzt ist sie wieder bei unserem Haus. Ist unglaublich. Drei Cedar haben wir bekommen. Gewicht jetzt auf 25. Ja, solange wir hier außer Reichweite sind und solange es nicht funktioniert. Moment mal. Okay, nee, die Werte sind noch in Ordnung. Obwohl, wenn ich gerade, wenn ich schon hier bin, komm. In die Bar noch rein. Ja. In ständiger Angst. Moment mal, was haben wir denn jetzt eigentlich von was? Das mal hier so. Wir haben Cedar haben wir 4, Fur haben wir 7. Ich will trotzdem noch mehr Fur feiern. Schön ganzen Tag Holz machen. Ja, Feuerfeuer bekommen, jawohl. Bei 28 sind wir. Und da jetzt gerade da hinten ist und nicht bei unserem Haus. Pesen wir heim. Und dann müssen wir allmählich mal die Nahrungsvorräte checken. Weil wir ja noch genug brauchen, um zur Workbench zu pilgern. So. Ich nehme mal das Firefire Wood hier raus, das Reclaimed Wood hier raus und das war's. Jetzt haben wir das ganze Wood, ne? Ja. So, dann mache ich das hier rein. 4 Siede, go. 11. 11 Firewood. So. Alle bis auf 1, go. Und das Reclaimed auch rein. Back, wir haben ja noch jede Menge Newspaper Prints, sehe ich gerade. Wir haben ja 27 Tinder.
Aber ja, auch das muss runter von der Tasche. So, wir haben noch 3 Tinder am Start. Dann nehmen wir uns nochmal 2, damit wir wieder 5 haben. So. Als nächstes checken. Uns fehlen das, was da noch. Das müsste eigentlich genau passen, die 800. Oder passen da 800? Nee, passen nicht. Aber bald. So, was ist denn hier noch los? Die 7 Liter Wasser nehme ich raus und mach die da oben rein, dass das übersichtlicher wird. So. Natürlich nicht alles. Okay. Da haben wir hier noch ein 500er, 250, das sind 1000, 1250. 1500 rund. Rund 3300 genau. 36. 42. 44. Und ein Drink. Das heißt, so lange wird es uns nicht mehr reichen. So, die Repair Skills sind bei 73. Die möchte ich auf mindestens 75 haben. Das bedeutet, wir nehmen uns Cloth raus. Mal so 2, 3 Stück. Wir nehmen uns ein gutes Sewing Kit raus. Wir reparieren. Müssten ja eigentlich ein Loch in der Hose haben. Weil uns der Wolf hier angeknabbert hat. Es macht so überhaupt keinen Sinn, das zu reparieren. Aber ey, es ist egal. Hauptsache erfolgreiche Reparatur und der Skill geht weiter hoch. So. Deshalb den Basic Winter Coat. 3% ist so lächerlich. So, was jetzt noch? Die Mütze. Ach, jetzt reicht's, ne? Die Mütze. Ah, jetzt ist er ja 75% schon. 75 schon. Gut. Gut, sehr gut. Das war das. Jetzt kommen wir hier hin. Material. Scrap Metal. Einmal. Furfire haben wir einmal. Simple Tools. Raus. Dankeschön. Rifle. Raus. Repair the rifle. Mit den Simple Tools. 86%, 2,5 Stunden. Okay. Daumen drücken. Success. Jawohl, er ist wieder halber auf dem Weg. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
Rifle wieder rein. Ja, da haben wir nichts mehr. Doch, natürlich. Das Tools. Hier rein. Das Sewing hier rein. Und jetzt können wir ganz entspannt das Fleisch verputzen. Dirty sind wir Maximum, dann dürften wir ziemlich genau ein Liter wegschlürfen. Schlurf. Oh ne. Nicht mehr. Es war nicht. Okay. Gut. Dann holen wir uns hier an Wasser einen halben Liter Nachschub. Und zu essen. Sollen wir das Jerky mal rein, dass wir da die schlechten Sachen nehmen. Schlechten Anführungsstrichen. So, den Energy Bar, den Candy Bar, das Hundefutter sind zusammen 1200. Nehmen wir das auch noch mit. Und den Military nehmen wir... Hey! Und den Military nehmen wir auch mit. Außerdem habe ich gerade überlegt, mehr Wasser mitzunehmen. Transfer. 18 Kilo. Für die Wanderung da nach hinten hin müssen wir sehr viel... Müssen wir sehr vorausschauend machen. Auch wenn das erst morgen stattfindet. In jedem Falle benötigen wir... Moment, das könnten wir eigentlich hier machen. Warum auch nicht? Gehen wir hier an die alten Möbel. Wir haben ja noch Zeit. Und gucken uns ein bisschen Reclaimed Food raus. Go for it. Jawohl, hat auch geklappt. 19 Kilo. Closing stimmt. First Aid stimmt nicht mehr. Uns ein Antisept raus und wir brauchen neue Bandage. Food and Drink stimmt. Tools. Laterne brauchen wir, Hatchet brauchen wir, Matches brauchen wir, Can Opener. Ja, ist egal. Dann. Mein Material waren wir. So, die zwei Guts brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Other nichts. Also, was habe ich jetzt gesagt? Brauchen wir jetzt noch? Ah, die Medi noch ändern. Eine Bandage raus. Die Set. 80, 60, 32. Die 80er rein. Painkiller 4. Antibiotikarme 1. So, dreimal verbinden ist drin. Kilo, da können wir aber garantiert nicht alles mit nach Hause bringen, was wir wollen. Aber vielleicht brauchen wir das ja auch nicht.
Jetzt haben wir 17 Uhr. Die Tools müssen wir natürlich mitnehmen. Ja, jetzt stimmt natürlich die Uhrzeit wieder nicht. Wir ruhen uns bis morgen aus. Wenn wir aufwachen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!